Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Lost Planet 3. Ich denke mal, im vermutlich letzten Part. Wir sind hier innerhalb von Nushi. Der Pink Panther, der vertote Freunde, noch wach, Event noch wach, bin in den Fantas, na, wenn interessiert mich das hätte. Pink Panther und deine Events. Ich bin jetzt hier im Final Fight Event wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Zumindest laufe ich gerade zu einem geilen Gebilde und dort, das ist das Ding hier, namens Nushi. Nicht Muschi, sondern Nushi. Wo habe ich das M-Wort jetzt gesagt? Was muss ich jetzt hier machen? Komm schießen. Hey, so einfach kann das Leben sein. Oh mein Gott. Mein Mech. So, warum bin ich jetzt hier runter gerannt? Keine Ahnung. Was ist denn hier los? Was war denn das für ein Grafikfehler? Was war zur Hölle da das? Ein Grafikfehler der Extrasorte. Donnerschau! Cockpit verriegelt, die eigene Sicherheit. Okay. So. Ah. Ich hätte vielleicht noch das eine Mal. Na, wird egal. Ist mir jetzt ehrlich gesagt auch wurscht, ob ich jetzt alles gesammelt habe oder auch nicht. Ihre kleine Clique hat meine ganze Einheit in einem Akt des Terrorismus ermordet. Geil, ne? Meine Männer. Mein Schiff, meine Basis, alles weg. Und du bist der Nächste. Ich habe nur meinen Verstand, meinen Schutzanzug, dieses Gerät. Und ich kontrolliere die Akriden. Meine neue Armee. Oh mein Gott. Das, was Gutes heißt? Ich weiß es nicht. Da steht zumindest die Maschine. Keinen Schritt weiter, Peyton. Oh. Ihre letzte Chance, Vernunft anzunehmen. Sie haben was? Greifarm? Bohrer? Brenner? Ich habe Raketen, ich habe Chain Guns. Das wäre cool. Nicht mal ein Kampf. Das stimmt. Gleiche Chancen sind hier noch nicht gegeben. Gut. Wenn Sie morgen noch erleben wollen, steigen Sie aus. Okay. Unter einer Bedingung. Peyton, nee! Oh. Dann wurde die Maschine platt. Wissen Sie, was Sie da getan haben? Ja. Für gleiche Chancen gesagt. Sie haben der Erde die Zukunft geraubt. Oh. Das hat nicht geklappt. Moment. Nushi ist noch in Rage. Ah, oh, wie wunderbar. Da müssen ihre Freunde dennoch sterben. Sie haben versagt, Peyton. Die Sache ist die, Colonel. Nushi. Sie lebt. Wir stehen in ihrem Herzen. Was soll das, Peyton? Zeit schinden? Wozu? Noch so eine schlechte Idee. Was machen wir denn jetzt? Ich pack ne Bohrer aus. Hier, oder? Witz, oder? Ich würde jetzt mal wütend in Nushi rum, in Nushis Herz rumbohren. Einen Bypass legen, würde ich sagen. Ja, oder? Ich würde erstmal schön Nushi befriedigen. Wenn ich die Sinnerfenbänder verletze, ruft das Blut Antikörper auf den Kanal. Der Antikörper. Na, komm her. Das ist Ihr Plan? Auf diesem Einsturzstraßen und das Ding umbringen lassen, das sie überleben lassen könnte? Hassen Sie ihresgleichen so sehr? Sie sind nicht meinesgleichen, Colonel! Hallo!
So. Alter. So. Schnell, 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 schnell. So, drauf bleibt. Ach so, warte mal kurz. Nee, oder? Ich muss ihn vom Mech fernhalten. Kommt der Papa? Oh, glatt durchgeworfen, ja. So, an die Kurve. Alter, Falter. Wo sind denn die Anti-Gobber, oder? Ich weiß gar nicht, was ich eigentlich so machen soll. Das ist eine Bombe. Lauf, Boris, lauf! Da wundere ich mich mit dir hier. Ich denke, bis jetzt renne ich hier bloß hin und her. Nein, doch nicht. Mein Mensch. Ich muss ihn vom Mech fernhalten. So. Ach, guck mal. Mensch, reparieren. Nachladen. Danke. Und weiter geht's. Ja, komm her, hier bin ich. Ja, wo bin ich denn hier? Lass du mich. Oh. Ja, so rein damit. Achso, ich kann das so flüssig tun. Das müssen wir schon mal noch sagen. Okay, renn, lauf, Vorwurst, lauf. Hier. Ja, was hier? Wenn Sie sich grundlos umbringen wollen, müssen Sie die Menschheit dann mit sich in den Tod reißen? Ja. Wenn Sie nur weiter, Colonel. Noch bin ich nicht tot. Schade. Jetzt muss ich mal bitte nachladen rein. So, mal die Batterie. Ich bin nicht so anti. Wo bist du? Hier bin ich, komm zu Papa. Boah, Alter. So, ich werde gleich besetzen. Ach mal, die Granate hier drauf, Freund, mach eine. Eine daher. Ah, wo rechts du elendiger Computer? Okay, das hat also nicht funktioniert. Okay, jetzt ist Schluss. Überlegen Sie mal, was Sie da tun, Peyton. Ich kann Ihre Rechtfertigung so langsam nicht mehr hören. Meine Freunde werden anderer Meinung. Ich habe 100 Nevek-Soldaten auf dem Grund der Schlucht, die Sie einen Heuchler nennen würden. Ja, dann nennen Sie mich halt Heuchler, mit der Latte. So. Mein Schiff reparieren. Bist du sicher? Oder auch nicht? Ja, ich hätte sein können, dass ich sicher bin. Aber mehr mit einer. Na? Oh. Ist er kaputt gegangen? Oh, so geil, ist er kaputt gegangen. Oh, Schrottkarre. Schrottkarre. Du? Was haben sie nur, hä? Gib mir nicht, komm zu Papa. Achso, ich kann schießen. Ist aber nur prächtig. Oh, da will ich da latschen. Oh, Alter.
und immer mit Ölkreuzerzähne, Budi. Schrott. Haben wir es jetzt geschafft? Haben wir den Kunden getötet? Autsch. Da lebt immer noch der Bulle. Keine siegreichen Sprüche mehr? Merken Sie jetzt, dass Sie nicht der siegreiche Held sind? Scheiße. Sie wissen, dass Nevek mich abholen wird. Naja. Was ich meine. Würde ich nicht drauf wetten. Die halten Sie für tot. Die Funkstation kriege ich wieder hin, wenn wir hier fertig sind. Vielleicht. Nur hat Mira das Ding mittlerweile gesprengt. Sie bluffen. Alter, die Freunde, ohne die Station sitzen sie hier fest. Ja. Home sweet home. Ah, scheiße, daneben. Den machen wir jetzt fertig, leider. Oh. Los, komm. Das schaffen wir. Diesen innerlichen kleinen Loop, den machen wir fertig. Diesen Drecks-Nerd. Oh, oh. Das ist aber jetzt auch nicht mal ein fairer Kampf. Oh. Jetzt bin ich sauer. Weg aus meinem Gesicht damit! Das Ding kannst du dir selber ins Gesicht nebeln. So als Nasenstocher oder so. Jetzt komm. Da hat das Handgelenk wie mein kleiner Schnurrbär. Wie ihre kleine Freundin. Bevor ich sie erledigt habe. Alter! Das ist für meine Freundin! Du Arsch! Alter! Denk nicht weiter ran! Nicht gut! Ich glaube, dann ist es noch vorbei. Alter, was gehst du? Sie können nicht gewinnen. Ich nehme sie mit. Aber nicht alles. Autsch. Zumindest müssen wir es ja überlebt haben. Mehr oder weniger. Ich koch tagelang, dachte ich. Verlor mehr Blut, als ein Mann haben sollte. Nushi war tot. Scheiße. Ich hatte die Lebensgeberin getötet. Ich wusste nicht, ob wir noch überleben konnten. Jim? Jim! Was ist passiert? Oh shit. Den Großteil der Energiereserven brauchten sie, um mich zu heilen. Naja, was übrig war. Sie waren dankbar. Die Schuld war getilgt. Doch sie wussten nicht, was ich getan hatte. Wie schon Shinichi vor mir, wollte ich die schützen, die ich gefährdet hatte. Und du weißt ja, Gale und Mira, zusammen hielt sie keiner auf. Sie bauten die ersten Harmonisierer. Okay. Imitierten Nushi und reinigten T-Energie, um das Leben zu erhalten und zu verlängern. Dank ihnen überlebten wir. Doch weil Nushi nicht mehr das Klima regulierte, war der Planet nun dem Terraforming mit all seinen Schrecken ausgeliefert. Und trotz aller Mühen konnten wir diese Welt nicht ewig geheim halten. Die Harmonisierer-Technologie war ein neuer Grund zum Kampf. Als Crimson Unity landete,
tobte schon ein Krieg ohne Ende. Das Crimson Duke Community. Gail kämpfte gegen sie. Ich versuchte, uns zu verstecken. Okay. Doch unser Kampf sollte Generationen dauern. Zur Blutschuld unserer Kinder und unserer Enkel werden. Es tut mir leid, dass du in diese Welt geboren wurdest. Mein Kampf endet heute. Ich hoffe, du erlebst das Ende von all dem. Verzeih bitte mir. Bitte nicht. Und das war's dann wohl mit Lost Planet 3. Ich bedanke mich schon mal im Voraus fürs Zuschauen. Jim? Und fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Bist du da drin, mon ami? Oh, La Roche. La Roche. Ist er... Wenn jemand seinen Frieden verdient hat, dann er. Ach, da kann er doch freundlich sein. Also dann. Au revoir, mein ältester Freund. Au revoir, La Roche. Keine Sorge, du hast dir alles beigebracht. Sag ich schon mal, ciao, bye bye. Bis zum nächsten Let's Play. Was auch immer das werden soll. Das war's mit Lost Planet 3. Großvaters Geschichten waren nun meine eigenen. Mein Schicksal lag in meinen Händen. Was wäre, wenn alles vorbei sein könnte? Was wäre, wenn wir den Planeten zurückerobern könnten? Ich habe da einen Plan.